Jingle bell, ba 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 ba. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender, Türchen Nummer 7. Ihr seht mich jetzt gerade nicht, das ist aber so gewollt, denn ich habe für dieses Video keine offizielle Anmoderation gemacht, deswegen mache ich die hier jetzt. Ich möchte euch nämlich noch was sagen, in diesem Video ist es nicht ein üblicher Adventskalender, wir hatten das ja schon vor 2 Tagen an Türchen Nummer 5, da habe ich Football Manager als Adventskalender gemacht. Das Problem liegt einfach daran, dass es erstens zeitlich ziemlich schwierig ist, das alles hinzubekommen, und zweitens will keiner mit mir aufnehmen. Ja, ich habe keine Leute mehr, die mit mir aufnehmen wollen, deswegen nochmal der Shoutout an euch raus. Falls du mit mir zusammen den Adventskalender aufnehmen möchtest, kannst du dich gerne bei Instagram bewerben, rechts oben am i das Video verlinkt, wie das Ganze funktioniert. Das ist aber trotzdem alles kein Problem, das Projekt ist immer noch genauso cool. Heute wird nämlich eine Volta-Challenge gegen den lieben Manu kommen. Der Manu, mit dem habe ich schon mal einen Adventskalender aufgenommen, Türchen Nummer 1 war das, und bei dem müsst ihr unbedingt vorbeischauen, rechts oben beim i. Wehe, ihr schaut nicht vorbei, unbedingt auf seinen Kanal rechts unten am i klicken und mal abonnieren. Er ist noch sehr, sehr klein, er hat erst jetzt angefangen mit YouTube, unbedingt bei ihm vorbeischauen. Er macht Drum-Covers, also Schlagzeug-Covers, da könnt ihr ihm irgendwelche Lieder schreiben, die ihr cool findet oder so, die er mal nachspielen soll, und das macht er dann und das ist ziemlich, ziemlich nice. Im heutigen Video wird es dann nur die Volta-Challenge geben. Die Prognose wäre heute eigentlich gewesen, Union Berlin gegen Köln. Mein Tipp, weil wir jetzt keine Prognose machen, 2:0 für Union Berlin. Ich bin gespannt, wie es in echt ausgeht. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Und übrigens, morgen wird es leider auch nur eine Challenge mit jemand anderem geben. Aber leider keine Prognose. Jetzt geht's los. Viel Spaß. So Leute, wir spielen Survival. Das wird absolut verrückt. Survival Volta. Das ist absolut verrückt, ja. Alles klar, ich komme jetzt schon nicht mehr klar. Oh, ey, was ist das? Ich komme nicht klar. Mit Torwart ist aber auch. Oh! Mit Torwart ist aber auch schwierig, ein Tor zu erzielen, wollte ich sagen. Du hast direkt ein wenig. Ich habe ein wenig, meine ich. Ja, das gönnt richtig, wollte ich gerade sagen, das Alter. Gönnt richtig rein. Du hast ein weniger wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mike versteht den Spielmodus nicht. Ah, schade. Oh. Verrückt, jetzt werden hier die Tricks ausgebaut. Er ist übrigens E-Sportler. Ey, er ist Foul. Weiß. Achso, es gibt kein Foul. Weiß ich nicht, ob es Fouls gibt. Nee, nee. Das ist ja für Street-mäßig. Ja, da gibt es aber auch Fouls. Irgendwie. Es gibt aber auch Fouls. Es kommt auf an, welchem Modus, ich weiß nicht. Es ist. Scheiße! Oha! Hä? Was machst du mit dir? Ich muss auch mal was machen. Scheiße! Nee! Ach Mann, warum hat er sich an der Wand abgestützt? Was für ein Bongo ist das denn, Alter? Ich muss sie kurz ausruhen. Alter! Ja, Mann! Yes! Warum nicht klar? Was ist eigentlich, wenn 3 Tore gefallen sind? Spiele ich dann einfach mit einem Spieler? Ja, ich glaub schon. Mit Torwart und Dings. Hoffentlich mit Ronaldo, der ist immer noch da. Nein. Ey, Scheiße. Hat nicht gemacht, der Ding. Das ist jetzt es war ein Scheiß-Tor, aber. Naja. Warum stand der Torwart weit draußen? Hä? Das ist gar nicht verstanden. LOL. Mich verdrückt. Ich werde richtig zerstört jetzt. Oha. Achso, sprinten. Ich habe die falsche Steuerung. Jetzt ich hab war aber krasses Tor. Ja, war ein krasses Tor, aber ich hab die falsche Steuerung. Ist ja los. Deswegen sprinte ich nicht. Ja, das tut mir natürlich leid, aber wusste ich nicht. Also, das musst du dann mein denken. Fehler. Ja, musst du dann denken. Mein ich Fehler. Das nicht. Ja, Ronaldo spielt. Ich bin ja immer noch. Ja! Ich ist wollte klar. Es. Es ist aber auch fair. Schau dir Ronaldo an, was ein Pisser das ist. Ich komme einfach nie mehr an den Ball. Jeder Schuss geht einfach wieder zu dir, weil nur du Spieler hast. Das wäre halt eh nicht gezählt. Ja, aber hä? Ist Halbzeit jetzt. Ach so. Ja, ist ausgeglichen. Eigentlich. Halbzeit. Ronaldo steht so alleine. Ich spiele jetzt alleine mit Ronaldo die 2. Hälfte. Ich hab Spaß. Oh, fuck, Alter. Aber offensichtlich auch hier in Survival. Alter, also ich kann halt nichts dagegen machen. Da, was sollst du da machen? Ja. Die kriegen den Ball die ganze Zeit. Ey, jetzt geht Thiago Silva noch mein Abwehrchef da.
Ja, nice. Das ist ja super. 1 ja, gegen 1. Jetzt wird's aber. Nein! Nein! Neymar ist runter! Warum steht der Torwart draußen? Nein! Ja! Ey, Ronaldo ist halt vom Körper her jetzt gegen die Maria. Alter, oh. Das war krass. Muss man auch mal hier machen. Boah, ja, okay. Ja, Mann. Da gehe ich wieder in Bayern. Führung. Nee. Nee, gibt's. Es geht jetzt 1-1 weiter, glaube ich. Echt jetzt? Es geht jetzt so durch, ja. Oha. Ach, ich kann ja mit dem Torwart nicht spielen. Ich hab auf. Kreis für Tackeln gedrückt, ne? Und ihn instant reingeschossen. Nice, finde ich gut. Na, scheiße, jetzt hat er mich richtig hochgenommen, das war gut. Boah, ein Lack. Ja, ich kann ihn nicht anwählen! LOL! Da war kein Ding drüber. Du bist mit Ronaldo vorne irgendwo rum. Ja, ohne Spaß, ich hab auf Passen gedrückt und der. Ich konnte ihn einfach nicht anwählen. Ich schieße es nicht mehr aufs Tor. Nee, auch wenn der Winkel geflogen wäre. Ich kann ihn wieder nicht anwählen. Alter, das Spiel buckt. Das Spiel buckt. Ja, nice. Geht's halt. Auf die Latte. Jetzt aber. Oh, ey, warum geht die mal. Oh. Bin ich nicht dabei. Oh. Ja. Ja, okay. War jetzt nicht so ein krasses Tor, oh, die letzten beiden nicht, aber ich musste es jetzt entscheiden, bevor es noch heikel wird. Bevor es noch heikel wird. Pfui! Ich kann ihn nicht anwählen. Ja! Du bist ja ein Witzbold. Ich stell dir das jetzt vor. In der drin wäre ich jetzt so gefeiert. Nice one. Ich hab mein Spiel gegen dich gewonnen, das ist krass. Okay, ja. Jetzt machen wir noch. Wollte er normal. Ja. Ohne Torwart aber jetzt. Doch, Lewandowski. Lewandowski ist drin. Ich habe aus Versehen habe ich direkt weiter gedrückt, Leute. Deswegen konnten wir die Aufstellung nicht umstellen. Also, leider jetzt nicht so die krassen Spieler. Ich habe, glaube ich, kein Messi, kein Suarez, gar nichts. Die ich eigentlich haben wollte. Das ist eigentlich ein Nachteil für dich. Ne? Ja, ich habe zu schnell einfach gedrückt. Ja, guter Schuss. Jo! Oh! ja, war ein bisschen ohne kacke. So. Oh! Oh mein Gott, dass er den nicht macht, ist schon eigentlich. Ups. Das ist auch auf der gleichen Taste, ist Tackle und Schießen. Alter, du nimmst mich gerade richtig hoch. Oh, das war richtig. Alter. Das war ein geiles Tor. Hefe. Nee, Papa. Papa war das, ja. Das war krass. Ja, ganz klasse. LOL. LOL. Ich wollte dich. LOL! Ey, ey! Nee. Ich. Nee. Wenn der jetzt rein wäre. Boah. Ja. Alter. War nicht schlecht. Ejo, er macht den auch wenn ich gut. Da trotzdem nichts für kann eigentlich. Ja, aber trotzdem. War jetzt nicht so geskillt, aber sah schon sexy aus. Na, ja, was für ein Dreckschuss, Alter! Was? Der geht geil. Dann, der geht! Geil! LOL! Oha. Ich hab schon falsch hier gedrückt, hier, also so zurück. Er läuft ihm einfach in die Hacken. Nein! Der ist so frei! Da muss doch dazwischen gehen! Alter! Alter, ich hab Schießen gedrückt! Er hat ihn angenommen. Ist er doof? Oh. Oh, oh das shit. War krass. Oh shit. Das war nicht schlecht. War gar nicht gewollt, aber. Das muss man dir lassen, das sah krass aus. Mit dem Knie vorgelegt auch noch. Was macht denn der jetzt? Fast ein Tor. Man denkt immer, die Bälle fliegen so komisch, aber dann kommen die doch aufs Tor irgendwie. Ich schieß einfach jetzt. So einfach geht's. Ja, das sind halt nicht die krassen Tore. Also wenn es unentschieden ausgeht, hättest du den Sieg eher verdient. Soll zumindest. Boah, Kopfhörer. Wie man so weit geschaut haben. Ja, ich hab damit null gerechnet. Wie hat er den denn gemacht? Einfach so aus dem Nichts noch einen Fuß dazwischen. Ja, das ist halt für die Schlechteren, für wie mich, das Momentum dann manchmal. Dass auch die Schlechten reingehen, man muss gar nicht gut sein. Man muss aber nur Kreis drücken. Ey, nein.
Lol, das ist so unverdient und so hässlich. FIFA. Ja, kann das war passieren. Die Definition. Ja, also wirklich. Digga. Als ob der den Ball einfach verloren. Jawohl! Jawohl! Nice! Was bei. Das würde mich jetzt echt interessieren, was beim Unentschieden passiert, ne? Golden Goal wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich teste es jedenfalls nicht, ich mach jetzt noch ein Tor. Genau dasselbe wollte ich sagen, Alter. So weit kommt's noch. Nein! Lass mal testen! Lass mal, vielleicht! Lass testen, hör doch auf! Nein! 7 Sekunden, ich muss einfach draufhalten. Ja. Nein. Ja, guter Versuch. Das ist vorbei jetzt. Ja, einfach weg. Ja. Aber ist auch verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Ist verdient. Auch wenn es ein kleines Hin und Her gab, ist es, ja. So Leute, das war's mit dem Video. Ich denke, es hat auf jeden Fall trotzdem mega viel Spaß beim Zuschauen gemacht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Schaut wie gesagt unbedingt bei Manu vorbei, der braucht noch ein bisschen Support. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen Nummer 8. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, bis dahin und ciao.